Liebe Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, liebe Zuschauer und Zuhörer, ich begrüße euch und Sie ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung, und zwar im Namen des Blessing Verlages, der in München sitzt, des Berliner Kulturkaufhauses Dussmann und meiner Gesprächspartnerin, mit denen ich Sie durch diesen kleinen kurzen Abend führen möchte. Mein Name ist Verena Karl und ich freue mich sehr, dass ich heute hier zwei ganz wunderbare Gäste habe. Auf meiner einen Seite virtuell sitzt Susanne Bayer. Sie ist Autorin des Buches Die Glücklichen, das kürzlich im Blessing Verlag erschienen ist und mit dem sie sich auf eine Reise in die Seelenwelt der heute 50-jährigen oder um die 50-jährigen Frauen in Deutschland begibt, die sehr, sehr spannend ist. So viel kann ich schon mal verraten. Und auf meiner anderen Seite sitzt Joy Dinalani, eine sehr bekannte Soul-Sängerin, R&B-Sängerin. Ich stelle die beiden gleich noch etwas ausführlicher vor. Susanne Bayer ist seit vielen, vielen Jahren, um genauer zu sein, seit 25 Jahren beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel in verschiedenen Funktionen, derzeit als Autorin im politischen Ressort in Berlin tätig. Und Joy Dinalani kennt man als herausragende Sängerin, ebenfalls seit 25, fast 30 Jahren in der Musikbranche. Sie hat 5 Studioalben aufgenommen bisher. Sie hat mit verschiedenen Musikerinnen und Musikern gearbeitet aus ganz verschiedenen musikalischen Richtungen, von Hip-Hop bis Jazz. Und im letzten Jahr ist ihr Studioalbum Let Yourself Be Loved erschienen. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich jetzt schon mal sage, wir werden nachher ein klein bisschen da reinhören können. Ich freue mich, dass Sie alle auf so vielen digitalen Kanälen sich zugeschaltet haben und in unserem kleinen digitalen Raum zusammengefunden haben. Und wir freuen uns auf ein sehr angeregtes Gespräch über das Lebensgefühl, was uns hier alle vereint, weil eins darf ich auch noch verraten. Wir drei, die wir hier sitzen, auf dem virtuellen Podium bringen gemeinsam ungefähr 150 Jahre Lebenserfahrung auf die Bühne. Und ich möchte gerne wissen, wie es meinen beiden Gesprächspartnerinnen so damit geht. Ich beginne mal mit Ihnen, Frau Bayer. In unserem Vorgespräch haben Sie mir erzählt, und Sie schreiben es auch in Ihrem Buch, einer der Anlässe für dieses Schreibprojekt und diese Seelensuche war ein Foto, was Sie gefunden haben, was ungefähr 20 Jahre nach dem Abitur Ihrer Mutter entstanden ist und kurz darauf die eigene Begegnung mit dem eigenen Abitursjahrgang 30 Jahre später. Und da gab es wohl einen großen Unterschied in der Wahrnehmung. Vielleicht möchten Sie ein bisschen erzählen, wie das zustande kam. Ja, also ich habe meine Mutter immer als ganz schicke Frau empfunden. Ich glaube, bei Joy Dinalanis Mutter war es auch ganz ähnlich. Sind ganz ähnliche Frauen, berufstätig, selbstbewusst, schick. Und es gibt viele Fotos von meiner jungen Mutter, die ich immer geliebt habe, weil sie eben so nett anzusehen ist da drauf und etwas aus sich gemacht hat. Und dann wusste ich auch, dass ihre Klassenkameradinnen Berufe ergriffen haben, Ärztinnen wurden und so ein bisschen den Weg bereitet haben, auch für uns jüngere Frauen berufstätig sein zu können, dabei Kinder haben zu können und so. Und dann sah ich aber das Klassenfoto meiner Mutter vom Abi-Treffen und ich sah da lauter gesetzte Frauen, die auf mich sehr viel älter wirkten, ehrlich gesagt, als ich mich fühlte, so grässlich eitel das klingt und wie ich meine Freundin empfand. Und dieses Gefühl hatte ich tatsächlich auch bei dem Klassentreffen, dass ich mit lauter Junggebliebenen eigentlich zusammenkam, die aber ganz nachdenklich auf ihr Leben guckten, sehr reflektiert waren. Hat mir wahnsinnig gut gefallen, der Abend. Und mein Eindruck war, dass so die ganzen Bilder, die es ja immer noch gibt, 50-jährige Frauen wie wir drei, gehen in eine komplizierte Lebensphase, jüngere Frauen sind wertvoller, sind begehrenswerter, dass da irgendwas nicht stimmt, mehr stimmt, vielleicht sogar nie gestimmt hat und dass vielleicht auch vieles davon abhängt, welche Geschichten wir uns von uns selbst erzählen. Und habe mich dann umgehört bei vielen Frauen, welche Geschichten sie von sich erzählen, und kann jetzt vielleicht schon mal sagen, es
waren überwiegend glückliche Geschichten, nicht weil alle ein leichtes Leben hatten, sondern weil alle gelernt haben, darüber nachzudenken, wie man denn sowas wie Zufriedenheit bekommt, auch mit dem eigenen Alter. Ja, und Sie haben ja eine hochinteressante Mischung zusammengestellt. Also wenn man da so durchblättert, diese 18 Kapitel, da ist also eine Sängerin wie Jordin Alani, da ist eine Schauspielerin, da ist ein Model, da ist eine Autorin. Es sind bekannte Namen wie eben die dritte hier bei uns auf dem Podium, es ist Claudia Schiffer dabei, es ist Siri Justvedt als eine der älteren Interviewpartnerinnen dabei, aber es sind eben auch Menschen aus ganz anderen Lebenszusammenhängen, eine Altenpflegerin, eine Frau, die sich ganz bewusst sozusagen aus politischen Gründen für ein Leben als Hausfrau entschieden hat. Ist das tatsächlich auch Ihr Eindruck, dass das so ein übergreifendes Lebensgefühl ist, was jetzt nicht nur eine Schicht von vielleicht hochgebildeten Menschen, die im Leben viel erreicht haben, also ich spreche jetzt vor allem von den Frauen ist, sondern dass das doch was ist, was in dieser Altersstufe ganz, ganz übergreifend, ganz unterschiedlich, auch in unterschiedlichen Backgrounds so der Fall ist, dieses Gefühl? Ja, tatsächlich. Denn mit dem Alter geht ja sehr viel mehr einher als sozusagen eine Position im Beruf, die man hat oder nicht hat, sondern viele von uns haben große Kinder. Vorhin hatten wir ein bisschen Zeit zu plaudern vor dem Gespräch. Jordin Alani sagt, ihre Kinder sind schon aus dem Haus. Und so geht es ja ganz viel. Ne? Entweder sind sie größer oder schon aus dem Haus. Und tatsächlich sagen Studien, dass dieses berühmte Empty Nest Syndrom, dass man sich alleine fühlt, wertlos fühlt, ohne die Kinder im Haus, dass das auf Frauen ganz wenig zutrifft, sondern eher Männer, die denken, sie haben vielleicht ein bisschen was verpasst, weil sie so viel gearbeitet haben, betrifft. Und wir haben also ein größeres Ausmaß an Freiheit, egal welchen Beruf wir haben oder ob wir überhaupt einen Beruf haben. Und wenn man etwas daraus machen möchte, ist das eine Riesenchance, die alle haben. Ja, auf diesen Männer-Frauen-Unterschied möchte ich unbedingt nachher auch nochmal kommen, weil ich den sehr spannend finde, auch das, was Sie mir im Vorgespräch erzählt haben. Jetzt möchte ich erstmal hier die Frau Jordin Alani fragen, wie haben Sie denn reagiert, als Sie über Ihr Management erzählten, Sie mir vorhin erfahren haben, dass eine Journalistin vom Spiegel ein Interview mit Ihnen über, ich sag mal jetzt ganz unsexy, Frauen im mittleren Alter und deren Lebensgefühl führen möchte? Ja. Ich fand das total spannend und bin ja natürlich auch durch das, was ich beruflich mache, immer umgeben von dem Thema des Alters. Insbesondere bei Frauen im Musikgeschäft geht es oft darum, wie alt ist sie denn? Mensch, die ist jetzt aber älter geworden und so weiter und so fort. Und das war immer schon ein Thema. Also ehrlich gesagt, ich mache das ja, wie Sie vorhin schon andeuteten, fast 30 Jahre. Und vor 30 Jahren war das auch schon ein Thema, dass man über 25-jährige Frauen gesprochen hat, als wären sie schon vielleicht doch zu alt für das, was sie machen. Und ich fand es total spannend und bin ja eben aufgewachsen in so einem Bewusstsein, dass das Alter irgendwie keine Rolle spielte und auch mit eben sehr selbstbewussten Frauen sozusagen um mich herum, meine Mutter mit eingeschlossen, war für mich das Alter immer etwas, was ich gerne erzählt habe. Ich werde ja auch gerne älter. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel für mich, ich hatte weder zu meinem 30. noch 40. Geburtstag schlechte Laune. Das ist ja irgendwie so ein allgemeines sozusagen Verständnis von Frauen, die 30 werden, dass sie schlechte Laune haben sollen, müssen. Und das alles kenne ich nicht. Und deswegen fand ich das spannend und habe dann sofort zugesagt. Und das war dann auch nochmal im Nachgang total interessant, wie Leute darauf reagiert haben. Es gab einen Artikel zu ihrem Buch, ja im Spiegel auch, und da gab es eine Fotografie. Und dann wurde ich angeschrieben von verschiedensten Leuten, ob ich denn wisse, dass ich da im Spiegel stehe und es geht um dieses Buch, um die 50-Jährigen, wie ich das denn finde. Und das fand ich eben genau Problematik sozusagen nochmal am Schopf. Konnte man da packen. Und als ich die Leute damit konfrontiert habe, mit dem Sinn sozusagen oder dem Hintergrund ihrer Frage, waren sie auch alle dann eher doch perplex und unangenehm berührt von sich selbst. Weil ich bin ja gerne fast 50. Ja. Aber es wird also eher von außen problematisiert, als dass Sie es selber so empfinden oder vielleicht auch als alle drei, die wir hier sitzen und offensichtlich die anderen 16, jetzt muss ich richtig rechnen, die in dem Buch vorkommen, auch. Ich möchte vielleicht nochmal auf diesen
Generationenbegriff eingehen. Es wird ja immer gerne gesagt, ein bestimmtes Buch, ob jetzt Roman oder in dem Fall Sachbuch, hat eben zu tun mit dem Lebensgefühl einer Generation. In dem Fall reden wir ja von der guten alten Generation X, der wir alle angehören. Würde noch mal gerne wissen wollen, wir reden ja heute viel über Identität und darüber, dass sozusagen so viele Bausteine letztlich dessen gibt, wie wir uns definieren. Also in Deutschland angefangen von der Ost-West-Frage über die Frage, was für einen biografischen Herkunftshintergrund hat jemand, was für ein Milieu entstammt jemand. Da frage ich dann immer so gerne ein bisschen ketzerisch, gibt es sozusagen diese Generation überhaupt? Und was Sie mir gesagt haben, Frau Bayer, in unserem Gespräch, was wir vor ein paar Wochen geführt haben, fand ich unheimlich spannend als Begriff. Da sagten Sie tatsächlich wörtlich, das ist eine Generation, die ist getränkt von Geschichte. Das fand ich eine tolle Formulierung und vielleicht auch eine gemeinsame Klammer. Und das würde ich mich freuen, wenn Sie das noch mal ein bisschen ausführen, was Sie damit meinen. Ja, natürlich sind wir alle ganz unterschiedliche Frauen. Ne? Deswegen habe ich ja auch die Unterschiedlichkeit der Protagonistinnen bewusst gewählt, um natürlich auch den eigenen und öfter mal angewandten Begriff der Generation auch wiederum ein bisschen zu beleuchten oder sogar in Frage zu stellen. Aber tatsächlich würde ich das sagen, unsere Eltern sind sehr häufig Kriegskinder gewesen, mit allen Traumata, die dazu gehören, oft nicht erzählt oder nicht verarbeitet, vielleicht auf uns übertragen, solche Theorien gibt es ja. Und gleichzeitig gibt es ein solches Vorher und Nachher in unserer Generation, jetzt verwende ich den Begriff, wir kennen Deutschland, wo wir alle drei aufgewachsen sind, Jordi Nalani sogar in Berlin, ne, als geteiltes Land und also sozusagen völlig unterschiedliche politische Systeme auch. Und wir kennen ein Leben vor der Digitalisierung mit der Schreibmaschine, muss man sich mal vorstellen, und nach der Digitalisierung. Und ich glaube, dass solche Brüche, ein Vorher und Nachher und in zwei unterschiedlichen Systemen zurechtkommen, auch etwas mit einem machen. Und ich glaube, das ist so diese grobe Klammer, die man tatsächlich legitimerweise wählen kann. Ja, und ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, uns, Jahrgang 69, alle beide, wurde ja so ein bisschen vorgeworfen, also nicht uns beiden persönlich, aber dieser Alterskohorte, wir seien so eine unpolitische Generation. Also unsere großen Geschwister, wenn wir denn welche hatten, haben sich auf die Startbahn West gesetzt, die Baustelle, und haben den Flughafenausbau blockiert und so weiter. Und wir galten ja so ein bisschen als die Nachzügler, die eigentlich dann in diesem Spaßjahrzehnt der 90er Jahre, wie es zumindest sich in Westdeutschland dargestellt hat, eigentlich nur Fun haben wollten und zu Techno-Partys tanzen. Und ist das aber sowas, was vielleicht im Nachhinein sich dann doch nicht bewahrheitet hat, weil eben auch die Auseinandersetzung mit Themen wie Feminismus ist ja wieder deutlich stärker. Also hat uns das politische Bewusstsein dann doch noch eingeholt, und zwar gerade die Frauen? Ja, ich erinnere mich, dass in den 80er und 90er Jahren häufiger gesagt wurden, es sind doch alle Probleme gelöst, es waren eigentlich antifeministische Jahrzehnte, als solche werden sie regelrecht definiert. Und irgendwann ab der Jahrtausendwende merkte man aber, welche Defizite da sind. Ne? Es gab geringen Anteil an Frauen auf Führungsebenen in der Politik, war es in allen Parteien ziemlich mau. Ist es übrigens geblieben, trotz 16 Jahre Merkel. Wir haben keinen hohen Frauenanteil in den Landesparlamenten und im Bundestag insgesamt. Da unterschiedlich bei den Parteien. Also tatsächlich, selbst wenn es stimmt, dass wir das gar nicht wollten, politisch sein, hat es uns dann doch eingeholt. Und der Druck war einfach da, uns die Frage zu stellen, ob wir uns als Frauen dann nicht nochmal neu politisch positionieren wollen, zu dem, wie ich finde, alles Mögliche gehört, wesentlich eben auch Rollenbilder in Frage zu stellen, also das Bild der Mutter, der Großmutter, der arbeitenden Frau. Da gab es ja, als wir so Kinder bekamen, wir alle drei, immer noch das Bild der Rabenmutter. Ne? Und jetzt eben auch für uns das Bild der Frau in den mittleren Jahren. Vieles an den tradierten Bildern hat vielleicht mal gestimmt, vielleicht noch nie gestimmt, aber ich glaube, vieles stimmt heute nicht mehr. Und deswegen
ist es so wichtig, darüber zu reden. Und dann jemand wie Joy Denalani hat natürlich mit dem Vater aus Südafrika und dessen Freunde, die gegen das Apartheidsregime aufbegehrt haben, natürlich ihre eigene Geschichte, wie man überhaupt, wenn man nur hinhört, alle möglichen politischen Geschichten auch hört, wenn man mit Frauen unseres Alters reden. Meine Altenpflegerin, die Protagonistin, kommt aus Kasachstan, völlig eigene politische Geschichte. Mhm. Und auch drei ostdeutsche Frauen habe ich auch dabei. Und das sind politische Leben. Das ist einfach so. Auf jeden Fall. Aber die Feminismusfrage würde mich bei Ihnen auch nochmal interessieren, Frau Denalani, weil Sie schreiben ja auch, beziehungsweise Sie, Frau Bayer, schreiben über Ihre Interviewpartnerin, dass gerade die Musikbranche gilt ja und auch nicht zu Unrecht, ähnlich wie die politische, als sehr stark männerdominiert, als ein bisschen macho-mäßig auch bis heute. Ist es da von Vorteil, älter zu werden, ein anderes Standing zu haben, sich anders durchzusetzen, oder kam vielleicht auch bei Ihnen ähnlich wie bei Frau Bayer oder vielleicht auch bei mir im Lauf des Lebens nochmal so ein Bewusstsein, okay, die Kämpfe sind noch nicht ausgestanden und wir müssen da als Frauen nochmal was tun? Also ich glaube, es gibt da zwei Ebenen, auf der ich die Frage beantworten kann. Einmal ist es natürlich die persönliche Ebene und die hat sehr viel damit zu tun, wie ich mich selbst sehe. Also was ist das Selbstbild von mir und mit welcher Selbstverständlichkeit bin ich als Frau in die Plattenfirmen und so weiter reingelaufen und habe mich sozusagen immer aus meiner persönlichen Sicht auch auf Augenhöhe mit jedem, der mir gegenüber saß, gefühlt. Und ich glaube, da hatte ich so ein Selbstverständnis, das, glaube ich, hat mit den Brüdern auch zu tun, also natürlich mit meinem ganzen Elternhaus, aber auch mit meinen Brüdern und meinem Vater, die mich flankierten und die immer da waren, aber die nie den Anspruch hatten, mir ihre Bilder oder ihre Vorstellung von wie Frauen zu sein haben, auferlegt hatten. Also das heißt, ich bin in einer totalen Freiheit und Selbstverständlichkeit zu einer Frau geworden, an der Seite von sehr wichtigen Männern, nämlich Vater und Bruder. Und ich glaube, mit diesem Gefühl bin ich dann den Leuten auch begegnet, als es darum ging, wie ich mich als Künstlerin sehe. Und was man aber natürlich auf der anderen Ebene ganz klar sagen muss, das ist einfach nach wie vor eine auch in der Musikindustrie extrem stark männerdominierte Welt, in der alle Führungspositionen, also nicht alle, aber ich würde sagen, es sind verschwindend geringe Führungspositionen besetzt von Frauen. Es ist männerdominiert und das bringt auch irgendwie so eine gewisse Haltung einher. Das kommt so mit sich. Und ich glaube, dass viele KünstlerInnen sozusagen vor diesem Problem stehen, dass sie immer sozusagen im Austausch sind mit Männern, die mit ihnen über ihre Karrieren diskutieren. Und das ist ein strukturelles Problem. Und da ist der Kampf noch ganz lange nicht ausgefochten. Oder sagen wir mal, die Debatte. Kampf klingt jetzt vielleicht so ein bisschen von der Rhetorik nicht so ganz irgendwie passend. Aber ich denke, die Debatte ist ja da. Und diese Debatte muss auch weiter geführt werden. Aber ist es immer noch so, also man würde ja so klischeemäßig den Eindruck haben, dass also Thema Musikindustrie Jugendwahn, also es geht enorm ums Äußere, oder das sagt ja auch vorhin schon eine von Ihnen, dass also eine 25-Jährige im Musikbusiness schon so angeschaut würde, ist sie irgendwie, baut sie langsam ab. Also ist das sozusagen weniger geworden? Ist da sozusagen Stichwort sowas wie Body Positivity? Wir sprechen heute über Jede ist schön, jede ist gut. Ist das einfacher geworden, wenn man nicht Mick Jagger heißt und bis man ihn an den Füßen voraus aus der Arena trägt, als Frau auch weiter in diesem Business erfolgreich zu sein? Ist das weniger ein Thema? Ich glaube, es ist eher so, dass sozusagen diese neuen Themen und Debatten parallel zum Mainstream laufen. Ich denke, dass der Mainstream immer noch sehr stark dominiert ist von diesen tradierten Bildern. Aber das ist nicht nur in der Musikindustrie so, das ist ja, finde ich, ganz grundsätzlich so in der Darstellung der Frauen in der Öffentlichkeit. Das ist sozusagen übergreifend eine Problematik, die wir überall sehen. Also wie Frauen in der Politik dargestellt werden, werden sie immer sozusagen auch auf eine Art
als sexualisierte Wesen abgelichtet, ja, obwohl sie einfach nur Politik machen und ihrem Beruf nachgehen. Und das ist, glaube ich, sozusagen wirklich sozusagen die gesellschaftliche Problematik, die es in der Gesamtbewegung zu lösen gilt. Also. Ja, wir haben natürlich widersprüchliche Signale, wie in allen Lebensbereichen. Wir reden von Body Positivity einerseits und von Selfie-Kultur und Instagram andererseits. Das sind die Widersprüche, mit denen wir allen leben. Frau Bayer, Sie sagten vorhin schon mal, den Frauen geht es total gut und den Männern geht es vielleicht nicht so gut. Eigentlich würde man bei diesem Altersthema, hat man ja so dieses Bild vielleicht noch vor Augen, der Mann in den besten Jahren, der Mann mit 50, der so auf dem Höhepunkt seiner Kraft, Virilität, Leistungsfähigkeit ist und schon ein bisschen stolz zurückschaut und aber trotzdem noch was vor sich hat. Verstehe ich das richtig, dass es den Frauen in diesem Alter, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, tatsächlich besser geht als den Männern und woran liegt das? Ja, das sind die Studien, die uns das erzählen. Da ich war über all das auch überrascht. Ich wusste das nicht. Ich hatte ein ähnliches Bild wie Sie. Ich finde auch Männer von Mitte 50 ganz toll. Also gar nichts dagegen. Aber die Studien sagen was ganz anderes. Und ich glaube, der entscheidende Punkt, das haben wir vorhin schon mal kurz besprochen, ist die Reflexionsfähigkeit. Frauen werden offenbar durch die Menopause, wird denen so klar, dass das Leben abläuft und auf ein Ende hin zuläuft, dass das Nachdenken darüber einsetzt, wie soll denn mein Leben noch sein und was war schön daran und was nicht. Und diese ganzen starken Signale fehlen offenbar den Männern, körperlichen Signale. Auch bei Männern baut sich hormonell eine Menge um, aber sie kriegen nicht so diese Stoppzeichen gezeigt von ihrem Körper. Und das führt eben zu einem verminderten Nachdenken über sich selber, was dann aber tatsächlich zu Depressionen führen kann, da wird es jetzt echt ernst, wenn dann etwas, was einen so halten kann, wie der eigene Beruf, langsam wegfällt. Also wir sehen eine hochschnellende Rate an Suiziden bei Männern um die 60. Und da wird es dramatisch, finde ich. Und da sieht man eben auch, dass offenbar Rollenbilder, die Männer darauf reduzieren, dass sie beruflich erfolgreich sein müssen, das ist dann ja irgendwann weg meistens, für die auch ein Gefängnis ist und dass auch Männer davon profitieren, über Rollenbilder nachzudenken. Deswegen würde ich mir so wünschen, ich habe auch ein Kapitel über Männer in dem Buch und es ist eher ein empathisches Kapitel, weil auch meine Protagonistin Jackie Tomey, die Schriftstellerin, empathisch guckt auf Männer. Ich würde mir so sehr was Gemeinsames wünschen, vielleicht auch ein Feminismus, der das Gemeinsame mehr in den Blick nimmt. Denn mit den Rollenbildern haben wir alle zu tun und wir erkennen aneinander ja auch manchmal mehr, als man beim eigenen Geschlecht oder bei sich selbst sieht. Und wenn wir da in Dialog treten könnten, fände ich das wunderbar. Ja, Sie haben auch das Wort fluide gelegentlich benutzt, ich glaube im Buch, aber eben auch, als wir uns darüber unterhalten haben. Also es geht um fluide Lebensläufe in vieler Hinsicht, die Frauen heute eher haben. Also das eben nicht, so wie auf dem Foto, was Sie von Ihrer Mutter beschreiben beim 20-jährigen Abiturtreffen, man so das Gefühl hat, es ist alles so festgefügt bis zur Dauerwelle, wo die Haare sich eigentlich nicht mehr bewegen. Weiß nicht, ob Ihre Mutter eine Dauerwelle hatte, aber ich stelle mir diese Frauengruppe gerade so vor. Sondern es ist eben vieles im Fluss, sowohl in der Beziehung, wie man seine Berufe gestaltet, selbst in der Sexualität. Ich höre im Moment, mag Zufall sein, viel von Frauen im mittleren Alter, die zum Beispiel noch mal eine andere Form von Sexualität ausprobieren, Frauen-Liebesbeziehungen. Das wäre vielleicht eher, so wie wenn ich Sie richtig verstehe, wünschenswert, wenn Männer sich davon, wenn sie sich erlauben würden, sich davon eine Scheibe abzuschneiden, jetzt im größeren Sinne von dieser Durchlässigkeit, oder? Genau, insofern sind wir auch alle Kinder unserer Zeit, um auf diesen Begriff Generation nochmal zurückzukommen. Es gibt nicht mehr die starre Moral einer Kirche oder wovon auch immer, die uns vorschreibt, wie wir zu leben haben. Und, ich habe auch eine jüngere Protagonistin in meinem Buch, die ist tatsächlich erst Anfang 40, eine Professorin in Oxford, die sozusagen Polyamor lebt und da
viel ausprobiert und das alles selbstverständlich findet und zum Leben dazugehörend. Und die erlebt das nicht mehr. Sie hat schon so als Anfang 20-Jährige oder zu Schulzeiten noch eine rigidere Sexualmoral erlebt, aber kann von sich heute sagen, dass sie das in ihrem Umfeld jetzt nicht mehr erlebt. Und insofern trifft auch da der Begriff der Freiheit zu. Wir haben viel mehr Freiheiten als die Generation unserer Mütter. Und die hatten ja nicht die Dauerwellen, weil sie sich selbst so gern beschränkt haben. Das waren ja schon Frauen, die richtig aufgebrochen sind und andere Leben führten als ihre Mütter, sondern weil einfach der Druck von außen, nehme ich an, zu groß war und alle moralischen Vorstellungen und die Zuschreibungen. Und das ist doch ein Riesenglück, dass wir mit all dem nicht mehr so zu tun haben. Auf jeden Fall. Wir haben gerade in Bezug auf die Männer gesprochen von sowas wie Karrierehöhepunkten, etwas, was man vielleicht sich immer erträumt hat, wo man angekommen ist. Da würde ich jetzt gerne nochmal zu Ihnen kommen, Frau Dinalani. Ihr Album ist bei einem Label herausgekommen letztes Jahr, was wirklich einen ganz großen Klang hat, selbst für Menschen, die sich jetzt nicht so sehr in der Musik auskennen, nämlich bei Motown. Das ist das Label, wo große US-amerikanische Soul-Sängerinnen wie Aretha Franklin in den 60er Jahren, glaube ich, veröffentlicht haben. Ist das sowas wie ein Traum, dass man so das Gefühl hat oder dass Sie das Gefühl hatten, als klar war, da dieses Label ist interessiert an Ihnen, die wollen Sie produzieren und wollen es auch die Musik in einer Weise arrangieren, die so ein bisschen an diese großen Klassiker erinnert? Ist das so ein Gefühl von, wow, jetzt habe ich sozusagen alles erreicht, was ich immer wollte, jetzt bin ich genau da, wo ich hin wollte? Also ich muss ein, zwei kleine Korrekturen vornehmen, um die Geschichte dann zu erzählen. Also Aretha Franklin war nicht bei Motown, aber Diana Ross, Michael Jackson, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Smokey Robinson und so weiter. Also ganz wichtige Soul-Künstler auf jeden Fall. Mit Motown war das so, dass die nicht mich produzieren wollten oder mich sozusagen mir die Chance geben wollten, Arrangements zu schreiben, sondern ich saß in Unterföhring. Das erzähle ich immer so gerne, weil es so das Kontrastprogramm ist zu Motown. Ich saß in Unterföhring mit meinem Produzenten Roberto Di Gioia und unsere Idee war einfach, eine Platte zu machen, die soulful ist und die wir mögen. Und zwar ohne jeglichen Kompromiss. Also das heißt, nicht darüber nachzudenken, gibt es einen radiokompatiblen Song darauf? Gibt es überhaupt einen Song, der stark genug ist für eine Single, die einen Durchbruch landen könnte? Also all diese Überlegungen gab es nicht. Wir haben einfach gemacht, was wir liebten, und als die Platte fertig war, habe ich sie vorgespielt hier in Berlin, und da war jemand dabei, der fand die so toll, dass er sie mitgenommen hat zu Motown, um sie mal zu zeigen. Und daraufhin ist Motown quasi regelrecht, ja, sie waren ziemlich aus dem Häuschen, glaube ich, habe ich erfahren im Nachhinein, denn sie fühlten sich durch diese Platte erinnert an ihre eigene DNA und wollten mich rausbringen. Also genau, die Platte bei Motown rausbringen. Und das habe ich jetzt nur noch mal betont, weil sozusagen durch die eigene Arbeit, die wir quasi im stillen Kämmerlein gemacht haben, mit der Überzeugung, wir machen jetzt eine tolle Soul-Platte, haben wir tatsächlich auch den Nerv getroffen bei der Plattenfirma, die so ein bisschen symbolisch steht für Soul-Musik. Und das ist natürlich, um die Frage zu beantworten, toll, super toll. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, jetzt habe ich es geschafft und hiermit sitze ich im Olymp oder so. Ich würde sagen, das ist eine ganz tolle Station in meinem Leben und ich hätte nicht gedacht, dass mir das passiert. Und jetzt gucken wir mal weiter. Aber ist, wenn wir von Soul sprechen, auch wenn ich jetzt hier gerade die Künstlerin falsch zugeordnet habe, aber mein Verständnis von Soul ist schon auch so dieses Verständnis einer Frau, die eben vielleicht nicht mehr 20 ist und von der großen Liebe träumt, auch wenn man das mit 50 auch noch kann, sondern eher vielleicht durch einige Höhen und Tiefen schon gegangen ist, die vielleicht auch Schmerz und Lebenserfahrung und alles, was man eben mit dem besten Stimmtraining sich nicht antrainieren kann, in ihre Musik reinlegen kann. Ist das sowas, wo Sie für sich sagen würden, das ist auch wichtig, dass Sie was Sie in Ihrem Leben einfach an Gepäck mitgenommen haben, um sich jetzt musikalisch nochmal anders auszudrücken? Mhm.
Ich glaube schon, dass natürlich die Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, dazu beitragen, dass ich andere Geschichten erzählen kann, dass ich mich da vielleicht auch nochmal emotional anders reinbegeben kann. Ich würde nicht sagen, dass das im Soul insbesondere verortet ist. Ich glaube, Soul ist auch natürlich damals eine ganz junge Musik gewesen. Und ich glaube auch, dass also Schmerz und Liebe und also all die großen Gefühle auch generationsübergreifend immer sozusagen intensiv genug sind, als dass sie jeder aus jeder Altersklasse auch erzählen kann. Mhm. Also es ist auch schön, sich da noch mal wiederzufinden. Also auch so erwachsene Liebeslieder oder erwachsene Soul, R&B oder auch Popmusik, auch wenn sie jetzt keinen Pop machen. Ich glaube, das ist auch sowas. Unsere Generation ist, jetzt nehme ich den Begriff auch, aber also wir als 50-Jährige werden ja heute noch angesprochen von Musik, von auch Kosmetikfirmen haben uns entdeckt als Zielgruppe. Sie, Frau Bayer, sagten, es war auch noch nie eine Generation so von Frauen so konsumstark. Wir haben tatsächlich Geld, dadurch haben wir auch Macht und werden dadurch sozusagen stärker wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Ist das jetzt ein reiner Sieg oder kann uns das auch ein bisschen stören, dass wir so sagen, aha, erst jetzt, wo wir vielleicht das Geld haben, die Mode, die Cremes und die Reisen, wenn wir wieder dürfen, auch zu kaufen, werden wir entdeckt und vorher waren wir unsichtbar? Ich glaube, so ist es einfach. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen bitter, haben Sie recht, aber so ist es und dann machen wir halt das Beste draus. Also es ist wirklich nicht der gute Wille da am Werke, sondern die Kaufkraft wird gesehen. Und deswegen gibt es tatsächlich, als ich das Kapitel über Claudia Schiffer schrieb, von der wir ja auch sagen können, die kennen wir seit 30 Jahren, die hat einfach immer in diesem Beruf geblieben, wo man früher dachte, mit 25 Jahren ist ein Supermodel kein Supermodel mehr, aber das ist sie nach wie vor. Und da habe ich eben auch recherchiert bei anderen Modelagenturen und da die Großen haben alle eine Kategorie für Best Age Models, so heißen die. Und die werden auch angehalten, auch interessant, jetzt nicht zu viel an sich zu machen, damit sie auch sozusagen als Spiegelbild, als Vorbild, als etwas, was man sein will, herhalten können für diese kaufkräftige weibliche Gruppe. Ja klar, es ist sozusagen vielleicht aus, wenn man so will, unlauteren, nämlich rein kommerziellen Motiven, aber ein etwas Positives entstanden, dass wir, die wir hier sitzen und Frauen unseres Alters eben Spiegelbilder finden für unterschiedliche Körperformen, für unterschiedliche Hautfarben, für unterschiedliche Stile. Und ich frage mich trotzdem, ich will vielleicht mal an dieser Stelle ein winziges bisschen Wasser in den Wein kippen, wenn auch nicht zu viel. Es ist ein sehr positives Bild, was Sie in Ihrem Buch malen, Frau Bayer. Also man hat hinterher so das Gefühl, tschakka, ich kann alles schaffen. Und es macht unheimlich gute Laune, es zu lesen. Es ist gleichzeitig sehr, sehr klug geschrieben. Also ich hatte wirklich viele Erkenntnisse und Aha-Momente beim Lesen. Und gleichzeitig kenne ich schon auch, und möglicherweise Sie beide, die hier sitzen, auch Frauen in diesem Alter, die durchaus hadern und trauern und sagen, ach, die schönste Zeit ist eigentlich hinter mir und ich hätte gern wieder nochmal das Strahlen in den Augen und den Körper wie mit 20 oder ich bin vielleicht Single und habe Angst, keinen Partner mehr zu kriegen. Ich denke auch, dass es leichter geworden ist, aber ist es tatsächlich so, ist das wirklich so ein umfassendes Lebensgefühl oder gibt es das andere nicht doch auch? Also wenn ich was dazu sagen darf, ich glaube, dass Glück auch ein bisschen Vorsatz ist. Es ist ein Geschenk auch, ne? Ob wir, also vieles ist nicht unser eigenes Verdienst, sondern etwas, was uns vom Leben geschenkt wird. Aber die Haltung zum Leben, die haben wir ja, können wir ein Stück selbst bestimmen. Und das möchte ich sagen. Also natürlich, ich kenne viele Frauen im Moment, die schwer an Brustkrebs erkrankt sind. Jede achte Frau trifft es im Leben und je älter man wird, desto mehr kennt man dann irgendwann. Da würde es tatsächlich zynisch klingen, zu sagen, die müssen jetzt glücklich sein. Es kommt dann aber immer noch darauf an, in welches Verhältnis setze ich meine Krankheit zu mir selbst. Und tatsächlich
auf das Nachdenken an. Und wenn wir das Glück haben, gesund zu sein, und es nun mal so ist, dass wir 50 sind und das können wir nicht ändern, dann denke ich, kann man doch zumindest den Vorsatz versuchen, das Beste draus zu machen. Denn irgendwann ist ja vorbei das Leben. Und dann ärgern wir uns. Wir kennen das aus anderen Büchern, Gespräche mit Sterbenden, die besagen, ach, ich hatte so viel und warum habe ich es nicht besser wertschätzen können. Ja, oder eben auch, vorhin hatte ich mal dieses Buzzword Body Positivity. Man spricht ja auch heute von Body Neutrality, was mir persönlich ganz gut gefällt, was ja eher dieser Begriff ist, wo es darum geht, es ist eigentlich völlig egal, ob wir jetzt schön sind. Es ist schön, wenn wir schön sind. Aber wichtig ist eben auch, dass der Körper sozusagen uns ein Vehikel ist, der uns sicher durchs Leben bringt und der auch ganz wichtige Dinge transportiert, nämlich unseren Kopf, unseren Intellekt und auch eben dadurch eine gewisse Dankbarkeit auch entsteht dem Körper gegenüber, der uns, wenn wir Glück haben, auch gute Dienste geleistet hat. Gab es denn was Sie beim Schreiben, Frau Beyer, bei dieser Reise, die Sie ja gemacht haben, gedanklich und real, was Sie besonders überrascht hat? Gab es Situationen oder Reaktionen sowohl von den Gesprächspartnerinnen als auch jetzt vielleicht im Nachhinein auf das Buch, wo Sie dachten, oh, das habe ich so noch nie gesehen, ist ja spannend? Da Joy Denalani auch zu Gast ist, ich habe irgendwann gemerkt, tatsächlich, dass das Verzeihen können einem dazu verhilft, glücklicher zu werden. Also es gab bestimmte Kapitel in dem Buch, bei denen klar war, die müssen kommen, ne? Geist und Körper und Schönheit und so, also so Themen, die naheliegen. Und irgendwann im Laufe der Recherche und der vielen Gespräche, die ich geführt habe, habe ich gemerkt, also das Verzeihen können, das macht viele Menschen aus, die sich glücklich nennen, den eigenen Eltern verzeihen, den Partnern verzeihen, wo eine Liebe vielleicht unglücklich gelaufen ist. Und dann war mir ziemlich schnell klar, dass wenn ich großes Glück habe, ich Joy Denalani bekomme, weil es bei ihr eben, aber das erzählt sie wahrscheinlich am besten selber, sowohl auf der politischen Ebene eine Verbindung gibt zu Nelson Mandela, dessen politisches Prinzip es war ja als ehemaliger Gefangener des südafrikanischen Staates verzeihen zu müssen. Das spiegelt sich in Songs wieder von Joy Denalani und sowieso sind es lebenserfahrene Songs, bei denen man dann auch Liebesgeschichten heraushört, wo es dann auch hier und da ums Verzeihen ging. Und da war ich so froh, dass ich sie überreden konnte. Sie ist die Heldin meines Kapitels, Verzeihen. Ja, schön. Möchten Sie das noch weiter ausführen, Frau Denalani? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen kann. Also ich meine, Verzeihen ist natürlich irgendwie schon auch ein großes Wort und da steckt natürlich irgendwo auch eine unheimliche Arbeit dahinter. Und ich glaube, es gibt auch da wieder verschiedenste Ebenen und Begegnungen, die man hat. Es gibt sozusagen die großen Fragen, es gibt die ganz persönlich eng gefassten Erfahrungen, die man macht. Und ich glaube, je näher einem sozusagen eine Verletzung auf einer persönlichen Ebene kommt, also man vielleicht auch ein persönliches Gegenüber hat, das man fixieren kann, desto schwerer fällt einem das vielleicht auch, diesen Weg des Verzeihens zu gehen. Und ich kann sagen, dass ich mit dem Verzeihen an sich ganz, ganz universell schon natürlich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Aber es gibt tatsächlich auch so die kleinen Schubladen, da habe ich dann sozusagen was reingelegt. Das liegt da einfach immer noch so drin. Das konnte ich auch ganz gut so verpacken. Das ist für mich, es gibt schon noch einige wenige zwar, aber es gibt einige ungeklärte Fälle. Und den lebe ich eigentlich so ganz gut. Das hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass ich einfach so von meiner Grundtemperatur eben zu der Gruppe gehöre, die also vielleicht gut gelaunt ist, so vom Grundrauschen, glaube ich, würde ich sagen, gehöre ich eher zu den gut gelaunten Menschen, die auch nicht so leicht verzagen und auch vielleicht da eine gewisse Resilienz gelernt haben über den Lauf des Lebens. Aber ja, also so kann ich es vielleicht sagen. Ich kann das bestätigen natürlich, was Frau Beyer sagt.
das Verzeihen ist irgendwie eine große Übung und ich glaube, dass der Outcome des Verzeihens ist natürlich irgendwie die Glückseligkeit oder einfach die Befreiung. Und in der Befreiung liegt natürlich auch irgendwo ein gewisses Glück. Und gleichzeitig vielleicht auch so das Gefühl, dass man im fortschreitenden Alter irgendwann merkt, man kann eben auch mit Dingen leben. So wie Sie es gerade sagen, es gibt so ein paar Sachen, die haben Sie in kleinen Schublädchen irgendwo verpackt und die lassen sich vielleicht nicht lösen. Und das ist auch in Ordnung. Und es gibt eben auch schwierige Gefühle, die man sozusagen, nee, alles gut, aber die man so mit sich trägt und die da sein dürfen und wo man nicht mehr so dieses Gefühl hat, hier kommt eine Krise oder was auch immer und dann überwinde ich das und dann ist alles wieder gut. Sondern eher so von, man darf aus, es darf Beschädigungen geben, es darf Brüche geben und die machen einen auch aus und das ist auch okay. Total, und ich finde auch als abschließendes Wort oder Satz, man muss einfach nicht jeden mögen. Ja, das ist auch. Und dazu sind wir Frauen, zumindest wir in unserer Generation, ja doch noch sehr erzogen. Ich hoffe mal, dass wir unsere Töchter da ein bisschen auch von vornherein dazu erzogen haben, dass sie das nicht müssen. Weil Sie gerade schon von Schlusswort reden, wir haben hier noch 5 Minuten und das ist ganz schrecklich, weil es gerade erst warm und wir könnten alle noch ganz viel erzählen, vor allem könnte ich noch fragen. Vielleicht bevor wir das, wie versprochen, ja hier noch so ein kleines Schmankerl haben, was wir gleich noch zeigen wollen, vielleicht noch so ein bisschen, wie geht es denn jetzt weiter? Was sind die nächsten Pläne? Was gibt es Pläne für bei Ihnen, Frau Dinalani? Dinalani, ist der 50. Geburtstag noch ein bisschen hin? Beide hier oben haben es schon hinter uns. Gibt es die nächsten Pläne, Projekte, irgendwas, was Sie gerne erzählen möchten, was Sie als nächstes angreifen? Ich stecke schon mitten in der Produktion für meine neue Platte und freue mich total darauf. Ich gehe jetzt übernächste Woche mal zum Aufnehmen meiner Demos nach Unterföhring. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. So toll, dass man immer noch Platte sagt, ne? Wie bei uns früher. Die Platte. Und jetzt möchte ich so gerne ein bisschen was hören aus der Platte. Ja. Das wäre dann wohl auch mein Job, jetzt einmal hier der Technik unauffällig einen Wink zu geben, weil wir könnten forever weiterreden. Und das ist, glaube ich, das Stichwort an dieser Stelle. Weil wir reden hier von Frauen, die sind forever schlau und selbstbewusst und attraktiv auf eine Weise, die nicht vordergründig ist, sondern die wirklich sehr von Herzen kommt. Forever ist aber auch das tolle neue Stück von Joy Dinalanis Platte, dem Album. Und wir müssen jetzt da einmal kurz in das Video reinluschern und ich bin beauftragt worden, einmal vorher zu sagen, wenn wer das ganze Video sich anschauen möchte, der kann das tun auf der Seite von Joy Dinalani, nämlich joydinalani.com. Es gibt es auch auf YouTube und es gibt es auch auf der Seite litlounge.tv, über die jetzt wahrscheinlich einige von Ihnen und von euch auch zugeschaltet sind. Und wenn mein Freund von der Technik schon soweit ist, dann können wir jetzt gleich mal einen kleinen Blick werfen auf ein ganz tolles, ganz erwachsenes, ganz großartiges Liebeslied. Jetzt geht's weiter. Ihr dürftet alle einen Blick werfen, den ich hier auf meiner Seite der Kamera nicht habe. Aber ich gucke mir das, glaube ich, auch gleich nochmal auf der Seite im Ganzen an, weil ich es so schön fand, weil das so eine
da erzählt eine Liebesgeschichte im Hintergrund, aus der eigentlich ein ganzer Roman von 800 Seiten werden könnte, weil da ist so viel angedeutet und so viel im Ungefähren. Das finde ich ganz spannend. Aber liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe ihr hier alle sofort zu joydenalaney.com oder litlaunch.tv verschwindet, weil ihr jetzt unbedingt wissen wollt, wie es weitergeht und ob es gut ausgeht, möchte ich einmal an dieser Stelle mich und euch verabschieden. Ich danke ganz, ganz herzlich für den ganz tollen Abend. An erster Stelle natürlich den wunderbaren Gesprächspartnerinnen, der Autorin Susanne Bayer, deren Buch Die Glücklichen wirklich ganz oben auf meiner Leseliste für diesen Herbst steht. Ganz großer Tipp, und zwar nicht nur für Frauen, die irgendwo rund um ihren 50. Geburtstag sind, sondern auch für die Männer, die sie lieben, für die jüngeren Frauen, die wissen wollen, wie die Mütter da hingekommen sind oder die Tanten oder die Role Models. Für die Mütter der 50-Jährigen, die wissen wollen, wie es ihren Töchtern so geht und warum die auf ihren Abi-Fotos so anders aussehen. Also unbedingt reingucken. Ich möchte mich ganz toll bedanken bei Joy Dinalani, die mitten in Zwischenproduktionen, zwischen Unterföhring und nein, wahrscheinlich nicht, die Zeit gefunden hat, sich hier mit uns einzuklinken. Ich danke dem Blessing Verlag für die tolle Organisation, Julian Hartmut, der das hier so schön technisch organisiert hat, stellvertretend für das Blessing-Team Doris Schuck, die Veranstaltung moderiert hat. Und ich wünsche Ihnen und uns allen einen beschwingten, schönen, energiegeladenen Sommerabend, egal ob es draußen gerade regnet oder gerade wieder aufzieht. Und hoffe, dass wir uns bald in irgendeiner Form auf irgendeinem Kanal wieder begegnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.